Hallo bei einer neuen Folge von Ohne Maulkorb mit tolle Zahlen, mit interessanten Themen, vor allem aber mit interessanten Gästen. Und heute freue ich mich ganz besonders, die Talk-Queen des ORF, nein, eigentlich des deutschen Sprachraums, vielfach ausgezeichnet, dreifache Romy-Gewinnerin und jemand, den ich wirklich sehr lange kennen darf, Vera Russwurm. Vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Ja, schön, wenn wir das einmal in der anderen, von der anderen Seite her machen. Ja. Ich mag das ja ganz gern, auch andersrum. Ja. Aber bin gespannt, wie du das machst, wie ich unter anderem einmal beim Helmut Zilk geladen war, der hat doch seine Sendung gehabt, die Lebenskünstler, da hat er auf, ich glaube, 2-3 Mal hat er mich korrigiert, wie ich ihm Dinge erzählt habe, die er wissen wollte. Er hat gesagt, na, in meinen Unterlagen ist das aber anders gestanden. Sag ich weiß doch über mein Leben Bescheid, aber ich weiß es besser. Also ich bin gespannt, wie besser ist, so wie du sein wirst. Ja, ja, ich bin sozusagen am Prüfstand, ja? Ich bin schon ganz nervös. Ja? Genau. Nein, aber wir kennen uns auch sehr lang. Ne? Sehr lang. In der Schule haben wir uns kennengelernt. Also, unbestritten ist der Rudi natürlich um Jahrhunderte älter, das ist überhaupt keine Frage. Jahrtausende. Aber wir waren trotzdem in einem und demselben Skiferiencamp, kann man so sagen. Naja, dein Bruder ist mit mir in die Schule gegangen. Richtig? Parallelklasse. In die Parallelklasse. Hast du gesagt. Und dadurch haben sie, und wir waren ja damals eine reine Bubenschule. Genau, wir waren eine reine Mädelschule, aber bei diesen Camps waren eben schon Buben und Mädels zusammen. Und da warst du eben schon an der Gitarre, schlank und rank damals, der Rudi Dolleschall. Kann man sich gar nicht vorstellen heute. Na, schwierig. Und singend, er hat gesungen. Das war sicher wahnsinnig peinlich, oder? Das kann ich mir gar nicht erinnern. Ich weiß, ich sehe dich vor mir extrem dünn mit langen, gewellten Haaren. Eigentlich damals ganz fesch. Aha, das hast du aber nie gesagt. Naja, du ja weißt, dass ich eine Plaudertasche bin, versuche ich immer am Anfang eine möglichst allgemeine Frage zu stellen, dass mein Gast durchaus viel erzählen kann, ohne dass ich was sagen muss. Danke, ich fürchte mich nicht davor, nicht zu Wort zu kommen. Das weiß ich. Ich spare mir schon meinen Weg. Lass mich doch zuerst sagen, wenn man so lange wie du erfolgreich im Fernsehen tätig bist, ohne Pause über Jahrzehnte, was ist heute noch die Faszination deines Berufes, wo du sagst, das ist der Kick für mich? Warum lädst du mich ein, Rudi? Das ist genau das. Du möchtest Dinge erfahren von mir und auch für deine Zuschauer natürlich. Ja. Und das ist genau das, was ich auch mache seit vielen Jahren Talkshows, weil es nichts, also für mich, nichts Spannenderes gibt, als mit Menschen über deren Lebenswege zu reden, über deren Besonderheiten zu reden. Ich finde das einfach spannend, was Menschen mit und aus ihrem Leben machen. Und das Besondere an diesem Beruf im Fernsehen ist, dass es ja dadurch gelingt, Menschen vor die Kamera zu bekommen, mit denen ich privat niemals in Kontakt treten könnte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ganz oben, Königin Rania war zum Beispiel zu Gast, ja, als Beispiel, oder Gorbatschow war zu Gast. Und dann wiederum Menschen von einer sozial sehr niedrigen Stufe, um es so auszudrücken. Ich hatte Strafgefangene am ersten Tag nach ihrer Entlassung. Wie geht jetzt deren Leben weiter? Ich hatte einen ehemaligen Bankbeamten, der in der Gruft, also im sozialen Aushilfelager sozusagen gelandet ist, der über sein Leben erzählt hat. Ich hatte einen Sandler, wie man eben so sagt, der mir erklärt hat, warum er einfach nicht und nicht in eine Wohngemeinschaft kommen möchte. Ich weiß nicht, ich hatte Kreisky zu Gast oder Kohl als Beispiel. Ja? Also das heißt, das sind jetzt nur die prominenten Namen zu nennen, diese unglaubliche Bogen von Menschen, der sich in meinem sozialen Umfeld, weder nach oben noch nach unten oder die Adeligen, also ich habe man sich mit dem Adeligen sonst nicht viel am Hut, ja, ich mich sonst nicht bewege und das finde ich so ungemein spannend. Du siehst, ich halte mich zurück, weil du hast gesagt am Telefon, du kommst aber nur, wenn ich dir nicht dauernd reinrede. Das habe ich nie gesagt, weil du kannst mir gar nicht reinreden, weil er fällt sofort rein. Nein, aber ich finde, die Neugierde ist auch etwas, was mich gerne immer wieder Interesse, anfällt. Ich würde es gar nicht mal so Neugierde, das Interesse an mir schon. Das ist auch tatsächlich so, meine Kinder korrigieren mich manchmal, wenn ich neue Leute kennenlerne, egal, weil wir sind irgendwo unterwegs, sagen, Mama, mach nicht schon wieder so ein Interview. Einfach, weil ich kenne ja mein Leben und ich frage so gern einen anderen, mein Gegenüber, über dessen Leben. Weil ich es halt einfach wirklich hochinteressant finde. Wobei diese Form des Gesprächs im Fernsehen
ist ja nicht, also ist im Grunde fast das, womit ich begonnen habe, weil du hast damals die Jugendsendung Ohne Maulkorb moderiert, ich habe die Jugendsendung Okay moderiert, das waren zwei sich konkurrierende Jugendsendungen. Okay war selbstverständlich erfolgreicher als das vom Rudi, es war auch so, keine Frage. Ohne Maulkorb war die kritische Böse, so und Okay wurde dann vom ORF, damit Ohne Maulkorb weitergehen kann, gesagt, wir müssen ein braves, anständiges Magazin. So wir waren Magazin. Mainstream, also genau. Wir waren zum Beispiel die Sendung, die als erstes diese Videos gespielt haben, noch vor MTV im Übrigen, also das war wirklich. Und dazwischen eben die Gespräche mit den diversen Stars und Künstlern und Jugendidolen. Und es war sozusagen ein Vorläufer der Talkshow, so kann man sagen. Aber dann habe ich ja sehr lang, 15, 17 Jahre lang, wirklich die Shows, die großen Shows im österreichischen und im deutschen Fernsehen präsentiert. Und ja, als ich dann Mutter wurde, war klar für mich, also ich höre auf mit Deutschland, weil das einfach zu anstrengend wird, und bin einfach nur noch in Österreich geblieben, ja, sowas. Nein, weil du vorher gesagt hast, Okay war erfolgreicher. Das ist interessant. Nein. Aber ich kann mich noch erinnern, es war einfach immer diese Konkurrenz am Anfang zwischen den Sendungen. Ja, natürlich, weil wir haben ja immer gekämpft, jedes Jahr gibt es uns nächstes Jahr noch. Und sozusagen, da war die Arena und alles Mögliche. Und okay. Nein, aber es ist interessant, dass ihr habt bei Weitem mehr Einschaltziffer gehabt. Ja, wobei und dass du den Erfolg mit den Einschaltziffern, das wollte ich raus. Die Einschaltziffern, waren wesentlich mehr, aber es war die Einschaltziffer als solches überhaupt kein Thema früher. Weil ich meine, es gab ORF1, es gab dann FS1, FS2 hat es geheißen. Genau. Und es waren einfach die Leute da. Ergo dessen war das nicht so ein Thema, wie das dann begonnen hat in den 80ern und den 90ern, als das Privatfernsehen auch in Österreich immer stärker geworden ist, war plötzlich die Quote, also die Zuschauerzahl, ja dann so plötzlich ein großes Thema. Na, wobei, bei uns war das schon mit der Quote, also wir haben, glaube ich, damals Ohne Maulkorb, wenn ich mich recht erinnere, 40.000, 50.000 Zuseher gehabt. Das so ist extrem wenig für die damalige Zeit. In der Gegend, oder waren es 80, keine Ahnung, das nicht über 100, nicht. Das weiß ich, keine sechsstellige. Und da war schon immer das Argument der Intendanz, es schauen ja viel zu wenig Leute. Viel zu wenig Leute, Okay hat sehr viel geschaut. Ich habe mich selber damals überhaupt nicht um dieses Gache gekümmert, weil ich habe das als ein nettes Hobby gesehen und fand es einfach lustig, plötzlich bekannt zu sein. Aber es war überhaupt nicht mein Ziel, im Fernsehen einen Beruf draus zu machen. Ich habe studiert. Und das war eigentlich der Weg, den ich für mich gesehen habe. Ich möchte Ärztin werden. Ne? Und der Herr hat mich das nicht so gekümmert, ob wir verlängert werden um ein Jahr oder nicht. Ja. Das war dann für mich nicht so ein Thema. Begonnen hast du ja als Trittstratsch-Girl, wenn ich das recht sozusagen. Das waren die ersten Fernsehauftritte, oder? Das waren die ersten Fernsehauftritte. Da kannst du nicht viel älter gewesen sein als. Das war nach der Schule. Also, nach der Schule mit 17 maturiert, war ich ein Jahr in den USA und danach war ich halt da mit 18. Und so gesehen hat das dann im Sommer begonnen, noch bevor ich überhaupt inskribiert habe. Also, um zu unterstreichen, ich habe das halt als lustigen Gag gesehen, da im Fernsehen zu sein, und das ist damals ja unfassbar aufgefallen. Also ich durfte mir, zur Erklärung, ich durfte mir da für eine Redezeit von maximal, glaube ich, drei, vier Minuten oder so, frei redend ein Thema aussuchen. Also was auch immer ich reden möchte, das hat mir die Sendungsmacher von dieser, das war so eine Unterhaltungssendung, eine große Donnerstag-Hauptabend, haben mir das zur Verfügung gestellt, die Sendezeit, und ich habe gesagt, ja, da rede ich drüber. Und das hat dann so ein Echo gehabt, dass ich nach zwei solchen Auftritten, was musst du dir vorstellen für heute, ja, hatte ich ein Cover und eine Doppelseite in der Fernsehbeilage vom Kurier, war das damals. Unfassbar. Heute können Leute ihre Wurzelbäume machen und x Hauptabendsendungen präsentieren. Es ist so viel schwieriger geworden, weil eben Palette von Sendern, 24 Stunden Fernsehen, alles verteilt sich und das Internet. Also es ist sehr viel schwieriger, will ich damit sagen, groß zu werden im Fernsehen, als das damals der Fall war. Ja, das ist richtig, aber du hast damals sozusagen schon als Trittstreichgirl überzeugt, und dann kam eben die Geschichte mit Okay und danach dann deine. Es waren immer Show. So Castings, natürlich, es war auch dieses Trittstreich, war sozusagen ein Casting, dann war Okay ein Casting, ja, und ich bin das aber so ungezwungen locker angegangen, weil es eben nicht so das Ziel war, ich muss dahin, ne? Und die anderen wollten wahrscheinlich sehr viel mehr, und dann wird es halt verkrampft und dann ist es halt nicht so locker, nehme ich an, dass das so gelaufen ist. Aber es ist lustig, das wusste ich gar nicht, das ist eine Parallele zwischen uns beiden, weil ich habe auch beim ORF begonnen, bevor ich inskribiert habe. Ah ja? Ich habe an und für sich wegen meinem Vater, der hat gesagt, entweder Jus oder Medizin, habe Jus studiert. Ja wirklich, sonst unterstützt er mich. Ich habe gesagt, ich möchte Politikwissenschaft studieren. Sagt er, was wirst du dann? Politiker? Sagt naja, nein. Hat er ja nicht Unrecht, aber wozu dann überhaupt studieren, wenn man es nicht will? Also, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Blödsinn. Ja. Naja, ich habe das, wobei, das ist Jus, ich muss ehrlich sagen, bei Verträgen später hat man ein bisschen durchaus ein bisschen was geholfen. Ja. Aber zurück zu dir. Ja, ich kann auch Pflaster kleben.
Ja, hat mir auch was geholfen. Zurück zu dir. Was ist denn dir heutzutage, wenn du jetzt sozusagen zu mir kommst, dein wichtigstes Anliegen? Was ist etwas, was du sagst, das freut mich oder das regt mich jetzt nicht auf oder da habe ich ein gutes Gefühl, da habe ich eine tolle Hoffnung? Was sind Dinge, die dich bewegen derzeit, heute? Also was mich bewegt, ist am meisten eigentlich das Kriegsgeschehen derzeit in der Ukraine, weil das ist so nah und birgt so große Gefahren. Also ich rede nur vom Atomkraftwerk. Wir sind so nah an diesem größten Atomkraftwerk. Und das Kriegsgeschehen, das ist das, was mich wirklich bewegt. Weil wir haben eine Ukrainerin bei uns seit Kriegsbeginn und die ist natürlich im permanenten Austausch mit ihren Eltern auf der Krim, wo sie auch in den nächsten Jahren wohl kaum hinkommen wird. Das ist eigentlich fürchterlich. Und von ihr höre ich auch die Situation der Leute dort. Das Geld, also die Leute, die überhaupt noch dort sind und arbeiten, und es sind ja natürlich sehr viele Frauen auch geblieben, deren Männer im Krieg sind, also die sind ja nicht geflohen. Es geht alles den Bach hinunter, sie haben kaum Geld also für die Lebensmittel. Also die arbeiten weiter, so gut sie können, mit diesem enormen psychischen Druck. Aber da herrscht bereits eine Armut in dem Land, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Ich meine, die Ukraine war ja immer ein extrem armes Land und unglaublich immer schon gelitten unter der Korruption. Aber durch das Kriegsgeschehen ist alles noch so viel ärmer geworden. Und die Leute fürchten sich noch so viel mehr als wir hier vom Winter, vor der Kälte. Also das ist momentan das, weil ich es aus allernächster Nähe erlebe, weil ich ja eine tägliche Rückmeldung kriege. Das ist das, was mich am meisten beunruhigt, weil es ist ja wirklich in ein paar Stunden bist du ja dort. Also das ist ja nicht weit weg. Und was gibt dir Hoffnung heutzutage? Zu diesem Thema eigentlich fast nichts, weil ich glaube, dass das noch sehr, sehr lange gehen wird, dieses Kriegsgeschehen, weil alles das, was die Ukrainer, da muss ich sagen, eine beachtliche Leistung, wie sich die gegen diese unendliche Zahl dieser russischen Armee und dieser russischen Soldaten wehren, offensichtlich von Putin dann mit doppelter Härte zurückerobert wird, weil er es einfach nicht zulassen kann, dass die Ukrainer auch nur irgendeinen Erfolg für sich selbst verbuchen. Also ich glaube, das wird noch sehr lange gehen und die größte Hoffnung wäre, wenn es stimmen würde, sage ich jetzt in aller Härte, dass der Putin, das Gerücht geht ja um, dass der angeblich schwer krank ist, weil ich mir manchmal denke, oder jetzt hat man wieder diese vielen Toten gefunden, diese vielen Zivilisten, darunter sehr viele Kinder. Das ist in Wirklichkeit so ein Aggressionskrieg, ist ein Morden aus meiner Sicht, nichts anderes. Nein, da gebe ich dir völlig recht. Das ist auch so, dass man sich dann denkt, wie soll denn jemand mit dem Putin jemals noch an einem Verhandlungstisch sitzen? Weißt du, was ich meine? Also jetzt schwierig, aber ich meine, wie du siehst, im Osten geht's. Also ich meine, er wendet sich ja jetzt auch Richtung China, aber da herrscht ja auch eine andere Einstellung ganz generell. Also die haben ja nicht ganz dieses humane Denken, würde ich jetzt einmal ganz klar sagen, als wir in Mitteleuropa. Was gibt dir Hoffnung, abgesehen von dem Ukraine-Krieg? Was sind Dinge, wo du sagst, hey, das ist aber was Positives, da freue ich mich. Jeden Tag. Also ich selber bin einfach ein durch und durch optimistischer und Mensch, der einfach primär von Dingen, die vielleicht auch eine schlechte Seite haben, eher versuche, das Bessere zu sehen. Also ich würde mich schon als einen optimistischen, ins Leben beißenden, frohgemuten Menschen sehen, der einfach fröhlich durchs Leben geht, auch wenn jetzt so, wie jetzt bald im November oder so, die Nebelschwaden kommen. Ich schaue eher, dass ich sie verscheuche. Was für Nebelschwaden meinst du damit? Naja, im November ist ein nebeliges, da ist ja alles ein bisschen schwerer. Ja, ich glaube, das ist symbolisch. Naja, nein, ich meine, ganz generell, in dem Moment, wo alles ein bisschen drüber wird oder so. Ich habe so viele schöne Dinge in meinem Leben erlebt und ich bin auch jetzt von so vielen schönen und guten Dingen und lieben Menschen umgeben, dass ich mein Leben als positiv empfinde einfach. Ich bin kein schwermütiger Mensch. Ich glaub auch, dass das die einzige wirkliche Möglichkeit ist, sozusagen durchs Leben zu gehen, wenn man es schafft, wenn man nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Ja, ich versuche immer, in jedem scheinbar Nachteil dann einen Vorteil daraus zu ziehen oder einen Vorteil drin zu sehen oder es umzumünzen in einen Vorteil. Ja, das ist ganz simpel. Ich meine, jeder hat hellere und dunklere Stunden und jedem geht es mal besser oder mal schlechter. Aber wenn man sich angewöhnt, an jedem Tag das Schöne zu sehen und die Kleinigkeiten, zum Beispiel jetzt bewusst dieses Kaffeeverl genommen, schlecke jetzt diesen wunderbaren Schaumer und genieße. Ja, naja,
Das ist doch herrlich. Genießen, ich sitze genau. hier in Frieden mit dir, umgeben von all deinen wunderbaren Preisen und Platten und Büchern und alles das. Schaue mich an und denke mir, jö, ist doch nett. Also hier ist es sicher, hier ist es warm, hier ist es geborgen, ich kriege einen Kaffee und du stellst mir eine gescheite Frage. Wunderbar. Und ich freue mich irrsinnig, dass die Vera gekommen ist. Ja? Und dass wir nach, wir kennen uns ja ein paar Tage, nach den paar Tagen, die wir uns kennen, ja. Auch immer noch gescheit miteinander reden können. Wir haben ja, das glaubt man ja gar nicht, wir zwei haben miteinander eine Fernsehsendung präsentiert. Genau. genau. Das Bitte. Ist aber wirklich schon, ich weiß nicht mehr genau, wann das war und ich weiß auch nicht mehr den Titel, aber ich weiß, eine super Episode, die ich auch gerne erzähle. Darf ich nur sagen, was es war? Bitte? Ja, ich möchte 1985. 1985? Live-Aid, ja, Live-Aid. War das wirklich so lang? Es ist so lang. Es war das große Konzert Wahnsinn. Von Bob Geldof. Genau. Gleichzeitig ja, genau. im Wembley-Stadion genau. und in Philadelphia. Ja, genau, das war und das waren 16 Stunden live. Ja, 16 Stunden live. Nebeneinander. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? 16 Stunden mit Rudi Dolly halt in einem Raum. Da gehört schon was dazu. Aber gut, wir wussten Gottes nie. Gottes Willen, ich bin ja kein Aussätziger. Nein, 16 nein, Stunden mit der Talk Queen in einem Raum war auch nicht so ohne. Ja? Nein, aber eine lustige Episode muss ich erzählen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch weißt. Wir wussten ja nie, wann wir einen Live-Einstieg haben. Das kam, das war ja eben das, wenn einer von uns aufs Klo musste der andere unbedingt drinnen sein, weil wir von der Regie, Achtung, gleich kommt das, das war eine Schaltung in, wie viel, weißt du das noch, wie viele europäische Länder da angeschlossen waren? Ich glaube, es waren über 60. Also es waren ganz viele Länder. Eine Milliarde Zuseher. Na Wahnsinn, stell dir vor. Wurde nachher geschätzt. Eine Milliarde? Ja, eine Milliarde. First time, 1 billion viewers. Dabei ja. schmücke ich mich immer mit dem Umstand, dass ich vor 500 Millionen eine Sendung im chinesischen Fernsehen gemacht habe. Na schau, mit mir hast du vor einer Milliarde, aber es war nicht wegen mir. Es war wegen Live-Aid und den tollen Künstlern. Und die haben eben reingeschaltet von der Zentralregie und man wusste eben nie, wann kommt welches Land dran und worum geht es überhaupt. Und wir waren also schon etwas ermattet und die Maskenbildnerin war gerade herinnen, um uns aufzufrischen. Und sie war gerade beim Rudi und wir saßen auf sehr spärlichen Holzsesseln, das weiß ich noch. Und diese Holzsesseln hatten am Rücken hatten die solche Sprießlein. Und es kommt die Ansage durch die Regie, ich weiß nicht mehr, in 30 Sekunden oder so irgendwas sind wir auf Sendung oder 20 Sekunden. Aber diese Maskenbildnerin hatte offensichtlich das Gefühl, das geht sich nie aus. Und das war so köstlich. Was hat sie gemacht? Die ist einfach hinter dem Rudi im Sessel, hinter dem Sessel in die Hocke gegangen, nicht denkend daran, dass man sie natürlich durchsieht durch diese Sprießel hinter dir bei diesem kleinen Sessel. Es war so komisch. Ja. Also du hast es ja gar nicht so mitgekriegt, du hast dich konzentriert, weil du hast geredet. Ja, ja, ja. Das war sehr lustig. Außerdem hat es nicht daran gedacht, dass wir vielleicht jetzt länger einen Einstieg haben und sie dann hocken die ganze, Zeit. Die ganze Zeit. Also das war wirklich lustig. Aber ist sie nicht dann aufgestanden und weggehuscht? Ich kann mich nur an das erinnern. Ich wie sie wieder erinnern. Dann ist sie ja gegangen. Okay, ja, ja. Das weiß ich nicht mehr. Aber dieses, wie sie da runtergeht, und ich wusste, man wird sie sehen. Das ist mir unauslöschlich in Erinnerung. Aber etwas Schönes kann man da erwähnen und stolz sein auf die Opus und die österreichischen Popstars. Ja. Es wurde damals auch Austria für Afrika eingespielt. Also Österreich hat auch einen kleinen Beitrag geleistet und das hat auch 1 Milliarde Menschen gesehen. Ja, ja, also insofern kann man Opus und Freunde Absolut. Und den ganzen da auch gratulieren. Aber es war ganz lustig, dass man uns da zusammengespannt hat. War nicht... Naja, wahrscheinlich, weil damals, wenn das... 83 sagst du was? Ich glaube 85. Also 85. Ja. Ja, da habe ich nicht mehr die Jugendsendung gemacht. Darf ich noch ein Wasser einfügen? Sehr gerne. Hast du damals noch ohne Malkopf gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nein. Ich habe ab 79 die eigene Sendung gemacht, Musikszene, und bin nur fallweise zum Malkopf zurückgekommen, also weil irgendwie so Musik... Wieso aber wahrscheinlich, weil wir beide halt sehr viel damals mit Musik zu tun gehabt haben. Auch ich damals mit Musik. Aber es war ich habe das als eine sehr schöne Erfahrung in Erinnerung. Nein, das war insofern toll, weil es bis in den Morgen früh gegangen ist eben. Und das war, Und was ich noch nie jemand erzählt habe, ist, ich habe in der Nacht vorher, wegen der vielen Dinge, weil ich war ja auch involviert, welche Bands und so weiter, wie ist nicht schlecht geschlafen. Das heißt, bevor man 16 Stunden Sendung hat, sollte man ja gut Heidi machen, damit man dann viel Kraft hat. Es ist wahr, wir waren dann zum Teil, haben es aber nie angeschaut. Du? Das war ja leid, nein. Es gibt eine Aufzeichnung. Ich habe irgendwelche Kassetten seinerzeit bekommen. Ja, irgendwo habe ich das. Du hast sie bekommen, ich habe das nicht bekommen. Aber ist vielleicht besser, wenn wir uns das nicht anschauen, weiß es nicht. Ja. Ja, zum Lachen. Wenn du so schaust auf dein Leben, du bist ja sozusagen
von einem Medizinstudium dann in die Medien, geht ja die Medizin... Ja, das kann man so nicht sagen, ja? Weil es lief ja immer parallel. Okay, bitte, sag, wie bist du... Ich wollte wissen, ob dir das abgeht, dieser Drive, Medizin zu studieren, muss ja aufgrund von einem Interesse oder so gewesen sein. Und oder ob, so ist gut, ja, natürlich. Nein, natürlich, und ob dir das abgeht, dass du sagst, ja. ich bin eigentlich nie Ärztin, aber ich habe diesen Teil meiner Persönlichkeit nie ausgefüllt. Nein, also es war ja so, dass ich habe, eben wie gesagt, da war zuerst dieser Dings mit Drittstatsch und das war im August und das, im Oktober habe ich dann inskribiert und habe eben mit dem Studium begonnen und viele Semester habe ich das trotz der immer dichter werdenden medialen Einsatz sehr konsequent aber verfolgt und das wirklich als Ziel gesehen. Mhm. Warum? Weil es gab damals in der ganzen Fernsehlandschaft keine jugendliche Moderatorin in Österreich. Das heißt, es gab damals die großen Showmaster, Kuhlenkampf, Karel, diese Leute, und es gab Fernsehsprecherinnen. Mhm. Also ich habe mich nicht als Showmasterin gesehen, obwohl ich dann mit 25 bereits meine erste ORF-ZDF-Riesenshow präsentiert habe und das sehr bald geworden bin. Aber habe mir das mit 18, wie ich da reingerutscht bin, einfach nicht vorstellen können. Und das andere hat es weit und breit nicht gegeben, war daher in dem Sinn kein Berufsbild wie heute. Mhm. Wenn heute jemand sagt, ja, ich will Moderatorin werden, das ist genauso ein Beruf wie Ärztin, Gärtnerin oder sonst was. Ja? Also es ist ein Beruf, damals war es das nicht. Und ich habe das als nettes Hobby gesehen, mir hat es natürlich gefallen, dass mich die Leute erkannt haben, das fand ich irgendwie cool. Geld hast einfach dazu verdient, aber dann kam Radio dazu und dann kam, ich habe sehr viele so Live-Moderationen gemacht und immer mehr Fernsehen, eben dann kam der Hauptabend dazu, dann kam Hans Dichernd, das war 84 und hat mich gefragt, ob ich nicht damals die Jugendseite in der Kronenzeitung machen möchte, weil ich da gerade noch im jugendlichen Fernsehen war auch. So kam ich zur Krone und bin seit damals bei der Krone. Und ja, es wurde eben immer mehr. Und gleichzeitig bin ich natürlich immer langsamer geworden mit meinem Lernen. Aber was mich wirklich gerettet hat, war sowohl auf der einen Seite bei den diversen Castings für die großen Fernsehshows und so, gab es natürlich Castings, als auch auf der anderen Seite bei den Prüfungen, bei den Examen in der Medizin, die damals immer sehr groß waren. Mhm. Ich war da wie dort relativ entspannt, weil ich immer gedacht habe, naja, wenn es mit der schon nichts wird, dann habe ich wieder mehr Zeit zum Lernen. Und bei der Prüfung, wo ich immer so das Minimum irgendwie gelernt habe, war ich sehr frei im Kopf. Die Angestrebten waren ja dann sozusagen mit Tunnelblick und ein bisschen verkrampfter und konnte mich auch sehr gut drüber retten, weil die großen Prüfungen waren eh alle mündlich und das Reden ist mir immer noch ganz gut gelungen damals. So, also bis das heute. Und dann kam es aber. Dann kam es damals zu dieser großen Prüfung der Pathologie, wo schon rein studienplanmäßig vorgesehen war, lernt zwei Semester dafür. Mhm. Und das waren so drei so grüne Bücher, die man einfach lernen musste. Nicht sehr spannend, weil du lernst halt die Farben und Farbveränderungen bei diversen Krankheiten und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, das schaffe ich kein zweites Mal. Und ich bin zu der Prüfung gegangen, ohne dieses dritte Buch, da war ich bei etwas mehr als der Hälfte. Also ich habe da wirklich hasardiert. Und dann haben wir gedacht, wenn ich da durchkomme, mache ich es fertig. Weil danach kommen die klinischen Fächer, die sind spannend, das ist das, weshalb ich studiert habe. Und die sind auch jeder für sich etwas oder bedeutend weniger Lernstoff. Aber das kann ich jetzt neben all dem, was ich mache, einfach nicht mehr lernen. Und da hatte ich einen sehr netten alten Herrn, der offensichtlich so getan hat oder mich offensichtlich mochte oder sympathisch fand, als würde er nicht hören, was ich gehört habe. Also mir wurde damals heftig eingesagt und ich bin da durchgekommen. Und damit ist dann für mich wirklich die Entscheidung gewesen, ich mache es fertig, aber wusste schon, ich war schon verheiratet, mein Mann hat immer gesagt, selber in den Medien, Peter Hofer ist so gegenläufig, also der Arzt steht sehr, sehr früh auf, die Medien sind spät in der Nacht und so. Der hat eigentlich dagegen gearbeitet. Und auch meine Mutter, selber Ärztin, hat gesagt, mach nicht zu viel, die Medien liegen dir, hör auf. Also ich wurde von keiner Seite sozusagen moralisch unterstützt, war vielleicht mit eine Motivation, es unbedingt zu machen. Genau. Ja, und so kam es, dass ich dann fertig gemacht habe. Ja. Dann hast du mir was voraus, weil ich habe mein Studium nicht fertig gemacht und bin an einer Prüfung am Schluss, ist es dann gehangen, aber ich bin dann noch nach der alten Studienordnung inskribiert und da hat mir ein gewisser Herr Gusenbauer angerufen, ich habe Politik studiert, ja, und das war das, wo ich, und da hat mir dann die Statistik 2 gefehlt und ich bin ein absoluter Mathematik-Idiot und da habe ich mir gedacht, das kann ich mir nicht mehr drauf schicken. Ja. Also die 1 habe ich abgeschrieben und dann... Ja, es ist schwierig, wenn man nebenbei arbeitet und man weiß, was man an einem Nachmittag oder an einem Abend zusammenbringt oder weiterbringt, eben, wenn man arbeitet, oder da, im Gegenzug dazu lernt man vielleicht 3 Seiten oder 4 oder was auch immer. Genau. Und das macht es so schwer und deswegen haben so viele auf, weil die Relation nicht mehr stimmt, wenn man arbeitet. Wobei, eines muss ich ja schon sagen,
sagen, Rudi, am Schluss, wie ich dann promoviert habe, ja, und dann stehst du da in der Universität und hast ein riesen Batzenstudium hinter dir und hast das Gefühl, boah, es ist irgendwie ein erhabenes Gefühl. Ja? Also sehr ich immer das geliebt habe, was ich medial getan habe, aber da kam mir noch mal ein Zweifel, ob nicht doch. Und dazu, als ich dann fertig war, ist wieder meine Mutter eingemischt und hat dann gemeint, sie überlegt jetzt in Pension zu gehen und ich könnte ihre Praxis übernehmen. Ja? Als, sie war Zahnärztin. Ja. Und das ist dann schon in dem Moment, wo das dann so ernsthaft und so richtig, so wirklich wird, war es dann doch noch mal ein kurzer Zweifel, aber er war eben kurz und ich habe es im Nachhinein aber dann letztlich nie bereut. Es weder, dass ich so viel Zeit ins Studium investiert habe, dass ich studiert habe, noch, dass ich es dann nicht ausgeübt habe. Ich bin zufrieden, so wie es war. Na, und ich nehme an, der Moment, wo du es fertig hast, ist man auch ein bisschen zufrieden mit sich selbst. Ja, absolut. Es gibt einen Selbstwert, absolut. Dass man, es ist schon eine, geschafft. Das ist so wie beim Laufen, wenn man sich überwindet, dann laufe ich aber nur 2 Kilometer. Genau. Naja, es hat was mit Überwinden und mit Willenskraft zu tun, ohne Frage. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe mit deinem Mann, Peter Hofbauer, servus Peter, ja auch viel zusammengearbeitet, wie er Unterhaltungschef des ORF war und in verschiedenen anderen Funktionen. Und er hat immer gesagt, meine Frau, also du, ist genial im Einteilen, was die in einem Tag schafft, durch irrsinnig gute Einteilung und hat immer geschwärmt davon. Was ist dein Geheimnis? Nein, mein Geheimnis ist einfach, dass ich Dinge zusammenlege im Wesentlichen. Ja? Also ich habe damals, wie ich schon vorher gesagt habe, also sehr, sehr viel Off-Air-Veranstaltungen moderiert und habe mich aber nie abholen lassen, bin immer mit dem Zug gefahren. Und weil ich gewusst habe, wenn ich im Auto kann ich nicht lesen, da kriege ich Kopfweh. Da konnte ich nie. Stimmt. Deswegen bin ich mit Zug gefahren, habe im Zug auf der Strecke zum Beispiel hin und zurück gelernt. Das war zum Beispiel eines dieser Dinge. Oder ich wohne am Stadtrand von Wien. Wenn ich Dinge in der Stadt zu erledigen habe, ich fahre nicht wegen einer Sache in die Stadt. Ich lege die Sachen zusammen. Also ich kann das jetzt nicht so im Detail beschreiben. Oder ich habe halt sehr, sehr, ja, ich habe so einen Zeitsparmodus gefunden in meinem Leben. Und das galt für immer. Auch eben 3 Kinder und dann das volle Berufsleben hat sehr viel mit Organisation zu tun. Wirklich. Und das weiß jede berufstätige Mutter. Also Organisation ist das um und auf. Ja, ich bin ja auch alleinerziehender Vater gewesen 10 Jahre. Gibst du mir auch recht, dass es egal ist, ob man der Unterschied zwischen einem Kind und 2 Kindern ist enorm. Und ob man dann 2 oder wie ich schon mit den Patchwork-Kindern 5 hat, ist nur mehr eine Frage der Organisation. Ja, naja, 2 musst du organisieren. Natürlich, du musst aber auch, wenn so du berufst, mit einem Kind... Kann man an die Dinge sagen, das ist eine eigene Geschichte. Du musst bei einem Kind, glaube ich, genauso organisieren und tun. Also ich meine, ein Kind geht auch nicht mit 3 Jahren allein vom Kindergarten nach Hause. Nein, das habe ich auch alles gemacht, um Gottes Willen. Ich sehe es so, ein zweites Kind ist nicht die doppelte Arbeit und ein drittes Kind ist nicht dreifache Arbeit. Mhm. Aber es ist natürlich schon mehr, weil jedes Kind hat andere Bedürfnisse, will andere Kurse belegen. Genau. Du musst also von der Disposition sozusagen... sagen, als der mütterlichen Disposition wird es schon eher komplizierter, je mehr Kinder du hast. Also das glaube ich schon. Wie muss ich mir denn Vera als Mutter vorstellen? Oder was findest du, wie würdest du dich da selber beschreiben? Naja, also da müsstest du die Kinder dazu fragen. Also aus meiner Sicht, da musst du jetzt die Kinder fragen. Es ist ja lächerlich. Weil ich aber du bist ja nicht mit Haut und Haar Mutter gewesen. Ich bin mit Haut und Haar Mutter gewesen, aber immer irgendwie im Aktionsmodus. Ja, immer sehr, sehr... Machen wir das. Also bin jetzt nicht so die Mami, die einfach nur so rumliegt und Geschichten erzählt oder weniger, ja, sondern machen wir was. Gehen wir reiten, gehen wir Tennis spielen, das. Ja. Nein, der Peter war auch damals ganz begeistert, das muss ich dazu sagen. Ich habe mir damals gedacht, wie mich das Schicksal da so, also wie ich plötzlich alleinerziehender Vater war, ich habe mir gedacht, so viele Frauen schaffen das Beruf und Kinder zu feiern. Moment mal, aber du warst ja nicht einfach plötzlich alleinerziehender Vater, sondern du wolltest es ja so. Nein, es war so, dass die Mutter meiner Kinder bei der Tür rausgegangen ist. Die hat dich verlassen mit den beiden Kindern? Damals. Mit den beiden Kindern? Genau. Ich dachte, das war, du hast darum gekämpft, dass du das so kriegst. Nein, ich habe mich dann bemüht, auch mit allem, und dann habe ich das angenommen, weil ich bin nicht mit 40 Vater geworden, damit ich dann alle 14 Tage komme. Aber eben, ich habe geglaubt, du wolltest. Nein, es ist so gewesen, die Beziehung war auseinander. Und sie hat ja 3 Kinder gehabt, also wir waren in einer Patchwork-Situation, was mir irrsinnig getaugt hat. Ja. 5 Kinder, das war total toll, also finde ich. Sie 3 und sie ihr 3 2 und dann noch miteinander. Gemeinsam 2 miteinander. Und da habe ich irrsinnig gekämpft um das zweite Kind, weil ich gesagt habe, sonst bin ich immer in Verdacht, dass ich mein Kind bevorzuge. Ja. Ja, also machen wir doch irgendwie zumindest 3. Bist du, Moment einmal,
dein Kind. Du hast auch ein anderes Kind noch? Nein. Na eben, du hast ja zwei Sie Kinder gemeinsam. Und ich habe mit ihr zwei gemacht. Ja, ja. Warum solltest du dann im Verdacht sein, dass du deine bevorzugst? Nein, wenn nur ein Sohn von mir, der Ruby, und ihre drei, und wir sind eine Patchwork-Familie, habe ich mir gedacht, bin ich immer wieder in Verdacht, dass ich meinen Sohn bevorzuge. Ach so. Das habe ich, oder wäre ich, obwohl ich das gar nicht gemacht habe. Ja, also, und vor allem, ich habe dann vier Buben quasi und nur ein Mädchen und ich bin eigentlich traurig, dass ich nie eine Tochter in die Welt gesetzt habe. Was nicht ist, kann ja noch werden. Naja, aber das ist jetzt so, weißt du, wenn der Peter Maffay dann mit 72 noch Vater wird, obwohl es die junge Frau unbedingt will, das geht mich auch nichts an, ich bin sehr gut befreundet mit Peter, aber für mich ist das kein Modell, weil ich habe einen älteren Papa gehabt und habe deswegen ungefähr so mit 37, 38 gedacht, na gut, wenn du noch Vater werden willst, wie lange willst du noch warten? So. Weil ich wollte nicht, na, ist dir dein Vater immer zu alt vorgekommen? Naja, mein Vater, also vor allem bei den Sportsachen, weißt du? Ich habe noch Fußball spielen können mit meinen Jungs, wie sie klein waren, solange sie noch Lust gehabt haben. Okay. Wir haben alle möglichen sportlichen Dinge gemacht und da war ich für nichts zu alt oder zu unfit oder irgendwas. Und mein Papa hat sich zwar sehr viel Mühe gegeben, aber war halt sozusagen ein älterer Herr. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist ein Argument dagegen. Ja, das ist einfach das stimmt. Bei Sport, weil du mich sagst als Mutter, also mir war zum Beispiel Sport gemeinsam mit den Kindern auch immer extrem wichtig. Also wir haben sehr viel Sport gemeinsam gemacht. Ja. Vor allem und in das den ersten fällt dann Jahren. Wahrscheinlich du musst weg. Denken, wir haben Fußballmeisterschaften und ich weiß nicht, was man alles. Und das war ja dann, wie sie klein sind, wenn sie noch gern Pokale und Medaillen kriegen und so. Das war ja ganz toll, für sie auch. Also und kein Mädchen mehr für Rudi Dolezal. Ich glaube es nicht, vor allem, du musst denken, ich bin Single. Also ich meine, dazu braucht man ja zwei. Ja, braucht man mal, der arme Rudi ist Single, also vielleicht findet sich ja jemand. Na ja. Man kann ja auch gleich dieses Forum dazu benutzen, man muss ja nicht extra dafür einen Partner haben. Willst du jetzt ein Inserat aufgeben? Also ich gebe jetzt Inserat auf, der arme Rudi ist Single und eigentlich, ich glaube, er braucht jemanden, der ihn betreut und der auf ihn schaut. Siehst du, damit habe ich jetzt nicht gleich. Die Vera überrascht mich immer. Er selber ist zu schüchtern, um einen Aufruf zu starten. Das ist richtig. Wobei vermute ich, er ist längst auf Tinder unter anderen Namen. Aber jedenfalls, gut. Nein, bin ich nicht. Ist er nicht? Nein, ist er nicht. Ja. Nein, weißt du warum? Weil ich, also meine Söhne nicht, aber ich habe genügend junge Mitarbeiterinnen. Zum Beispiel eine Maskenbilderin, die hat ihren Mann auf Tinder gefunden. Ja, die hat plötzlich einen Mann Leute, mitgebracht, sagt, die Tasche her, habt ihr euch einen kennengelernt, sagt die Tinder. Denke ich mir, Tinder? Ja, also da habe ich. Weißt, also der Rudi hat sich ja, was ist das? Nein, keine ich Ahnung, nicht, was ist Tinder? Aber findest du nicht für meine, ich bin ja viel älter als du. Schau, du bist ja eine junge Dame. Du bist viel älter, das haben wir doch schon festgestellt. Viel. Ja. Nein, aber für mich ist es so, dass das mit Online und so weiter, das funktioniert bei mir nicht. Ich verstehe, da kennt er sich nicht wirklich aus. Nein, erstens einmal das, da bräuchte ich immer einen Sohn, der mir hilft, da hast du völlig recht. Ja. Ich brauche auch immer eine Tochter, die mir hilft. Ja. Völlig recht, gestern war wieder irgendein Problem, da ist auf meinem Smartphone plötzlich ein Halbmond gewesen. Und ich jetzt sind wir schon wieder gestört. In dem Modus, wo du über deine Family redest. Genau. Das wolltest aber du nicht. Das wollte ich möchte dich zurückführen, dass du das nicht wolltest, lieber Rudi. Was wolltest du eigentlich? Ich wollte, dass ich überrascht war, dass ich echt nicht gewusst habe, als ich in der Vorbereitung zu dieser Sendung gelesen habe, dass du einen Roman geschrieben hast. Ja, ich habe zwei Bücher geschrieben. Also ich habe eines gefunden. Ja. Und 2016, wenn ich mich recht erinnere. Noch gar nicht so lange her, genau. Ja. Siehst du, das hätte ich auch mitnehmen können, neben all diesen Auszeichnungen, die ich schon bekommen habe, um hier ein bisschen Platz zu schaffen, ein bisschen weg jetzt, mit diesen ganzen Rudi Dolezal. Du nicht so herumreiten drauf. Ich gebe die jetzt alle weg. Die nächste Sendung machen wir Knockout. Ja, überhaupt nichts. Genau. Wirklich jetzt. Genau. Nein, aber jetzt. Eine Geschichte, die mit den Medien zu tun hat. Ja, genau. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe... Du nimmst das vorweg, genau. Also für die gute Vorbereitung gehört natürlich dazu, dass man das Buch auch gelesen hat. Aber nein, der Rudi hat es sich nicht gelesen. Soll ich das wirklich erzählen? Nein, ja, du wirst es lesen. Oh ja, ich würde gerne wissen, wie das war, sozusagen einen Roman zu schreiben im Vergleich zu deiner anderen Medientätigkeit. Es war einfach eine Idee in meinem Kopf und darauf habe ich das einfach gemacht. Also das, nicht dass das Bedürfnis war, ich muss unbedingt ein Buch schreiben, weil viele Verlage wollten mit mir unbedingt eine Biografie machen. Mhm. Also das habe ich immer abgelehnt, weil ich einfach glaube, außer dass man die eigene Eitelkeit damit zufriedenstellt,
ist es nichts. Also eine Biografie schien mir immer sehr komisch. Ein Verlag ist mich erinnert, wollte ein Buch machen mit den diversen Gästen, die ich hatte. Da habe ich gesagt, das mache ich auch nicht, das ist viel zu viel Arbeit, weil du musst dir die ganzen Rechte einfordern. Wenn einer entscheidet, in eine Sendung zu gehen, heißt das noch lange nicht, dass er sich darüber auch entscheidet, in einem Buch vorzukommen. Ne? Und dieses Buch ist nicht von einem Verlag an mich herangetreten worden. Also im Sinne von, schreiben Sie doch mal einen Roman. Auf die Idee war Amalthea, genau. Auf die Idee wäre glaube ich, gar niemand gekommen, sondern ich selber hatte die Idee für einen Krimi und ja, und so entstand das Buch. Warum ich dich das auch in die zweite Auflage gegangen ist, ja, wunderbar. Möchte ich festhalten. Aber warum ich dich frage, ist, weil ich habe ja bisher die paar Bücher, die ich geschrieben habe, waren sozusagen Nebenprodukte meiner Arbeit. Ja, nein, und das ist eben ganz was anderes. Ja. War einfach nur so und jetzt beim letzten habe ich festgestellt, dass mir das einen wahnsinnigen Spaß macht, weil ich nichts dazu brauche, außer meine Erinnerung. Weißt du, ansonsten, wenn... Naja, Erinnerung kommt darauf an, was du machst. Oder wenn du ein, in dem Fall ist es ein völlig neues, aus sich heraus entstandenes Buch. Also das hat mit Erinnerung genau, gar nichts zu tun. Und das ist ja überhaupt sozusagen über einen Menschen geschrieben, mit dem ich viel gearbeitet habe. Das ist aber wieder was anderes. Aber selbst dabei habe ich es irrsinnig genossen. Weißt du, wir brauchen immer ein Budget, wir brauchen einen guten Kameramann, wir brauchen eine gute Maske. Gar nichts. Und dann fängt meine Arbeit erst an. Mhm. Ich muss sozusagen alles das zusammen haben und dann muss ich mir sagen, und beim Schreiben setze ich mich hin und schreibe. Das stimmt, ja. Und das hat mich fasziniert, weil ich ja sozusagen eigentlich vom Journalismus komme. Aber, und deswegen habe ich gefragt, ob das Romanschreiben, wo man ja noch dazu alles erfinden kann. Das ist ja das Schöne. Du bist nicht gebunden, dass du dich an was erinnerst, sondern du sagst, ich denke mir jetzt eine Geschichte aus. Ja. Weil ich überlege, ob ich als nächstes einen Roman schreibe. Ja. Wie war das? Nein, es ist einfach wieder eine Facette mehr. Es ist einfach schön. Also diese Vielseitigkeit ist auch etwas, was mir halt sehr gut gefällt. Wir reden mal ein bisschen über deine Show, die ja legendär ist. Du hast vorher sehr viele Politiker und so weiter erwähnt. Es waren aber auch sehr viele ganz große Größen des Showbusiness bei dir in der Sendung. Ja. Erzähl doch mal, was ist denn da das ein oder andere, wo du bis heute entweder schmunzeln musst oder das interessant findest oder eine kleine Geschichte dazu hast? Eine kleine Geschichte. Überrascht. Es gibt schon Geschichten. Ich war zum Beispiel ganz überrascht über die sowas von natürlicher Art der Share, beispielsweise. Mhm. Also, um ein paar aufzuzählen, ich weiß nicht, Tina Turner war da, Robbie Williams habe ich auch eine Geschichte dazu, also Lionel Richie, ich weiß gar nicht, also unfassbar viele aus dem Sternenhimmel der großen Stars. Und die Share hat mich deshalb so überrascht, weil sie so völlig natürlich im Gespräch war. Ich war damals gerade schwanger mit unserem jüngsten Kind und sie hat sich erkundigt und ich kann das gar nicht so beschreiben. Gerade die Cher, die in ihrem Auftritt und in ihrer ganzen Erscheinung ja extrem künstlich ist, der hätte ich ja so etwas nie zugedacht. Ganz anders zum Beispiel Tina Turner, die mir allein diesen unglaublichen Weg, den sie genommen hat, diese Frau, ja, also eine extrem starke Frau, die ich mir sprühend vorgestellt habe. Und die war eigentlich so eine sehr verhaltene, auf mich sehr einfach wirkende, eher introvertierte Frau. Das hat mich wiederum sehr, sehr verwundert. Die meisten der wirklichen echten großen Namen und echten Superstars, muss ich sagen, sind im Umgang extrem einfach und die haben es einfach nicht notwendig, zickig zu sein. Der Einzige, der irgendwie Superstar-mäßig atypisch war, würde ich sagen, war Robbie Williams. Weil, also, aber meine anderen getippt. Nein, sag wen? Falco. Falco, nein, weil den Falco den hatten wir schon in der Jugendsendung, okay, da war er noch nicht der große Falco. Also aber ich finde es nicht, dass er immer den Star schon gespielt hat egal ob es war. Ja, aber ich meine, wenn du jemanden als Hansi Hölzler auch kennst und ihn auch ganz gut so anders kennst, dann ist das nicht schwierig. Also von den Nicht-Österreichern rede ich jetzt. Und Williams. Robbie Williams, genau. Der hat verlangt, also man musste in das eine Studio, das wir damals hatten im ORF, musstest du so gehen, dass du ganz kurz vom Publikum, die schon drin gesessen sind, gesehen wurdest. Und er hat verlangt, hat von Manager vorgeschickt, natürlich das anzuschauen, dass man da eine Wand aufbaut, einen Kanal. Das heißt, er konnte direkt von der Garderobe über diesen Kanal, wo ihn wirklich niemand anderer gesehen hat, von beiden Seiten, also wie so ein Tunnel, durch auf die Bühne gehen. Und das hat mich eigentlich einigermaßen gewundert, weil auf der Bühne war er dann total locker, hat mich dann plötzlich so in den Arm genommen. Also er war durchaus nahbar und nicht unnahbar, aber das hat sonst keiner so wollen. Ne?
Aber diese Erfahrung, dass die ganz großen Stars eigentlich die einfachsten sind, ja, das stimmt. Die hat man natürlich, ja. weil wenn ich dem Freddie Mercury, wenn wir früh in der Früh was gedreht zu drehen hatten und ich habe gesagt, du musst leider um 5 Uhr früh in der dann Maske sein, warum dreiviertel fünf war er einfach da. Ja, weil er gewusst hat, das hat einen Sinn. Ja. Und eben der liebe Hans, mit dem ich ja auch alles mache und den ich bis heute als Freund wahnsinnig schätze und auch als Künstler, wenn er da von oben zuschaut, der war halt vom ersten Tag an ein Weltstar, wie er es noch gar nicht war. Vielen Leuten gegenüber, nicht unbedingt dir und mir, aber sozusagen so als... Er war eigentlich charmant zu ihm. Ich meine, man durfte ihm nur nie begegnen, wenn er besoffen war. Genau. Oder ich erinnere mich, ich war da in einer deutschen Talkshow zu Gast und da ist, weißt du, nachher immer so zusammensitzen, da war der Falco auch zu Gast, der Hans Hölzel, und er kam herein in einem Pelzmantel, kam er in dieses Lokal, schaut sich um, wo wir sitzen, lässt den Pelzmantel fallen und geht zu uns. Und dann musste er ihn leider zurückgehen und selber aufheben, weil keiner hat sich bemüht, den Mantel für ihn aufzuheben. Ich meine, das war er halt auch, aber man musste halt wissen, wie man mit ihm umgeht. Ja, ja, ich meine, das ist wirklich wahr, es gab zwei. Ne? Es gab zwei Seiten. Wenn man will, es gab den Falco und den Hans. Den Hans und der Hans konnte es wirklich sagen. Aber nur nicht im Begegnen, wenn er besoffen war. Aber das ist mir eh. Und das ist so eine Tragik, dass der so früh begonnen hat mit all diesen Dingen. Weil er konnte witzig sein, er konnte charmant sein, wie du richtig sagst. Er hat einen ganzen Tisch unterhalten. Er war auch belesen, durchaus gebildet. Hat sich durchaus interessiert für Sachen. Und wenn halt dann Alkohol plus irgendwas war, dann war das. Ich glaube, diese Idee mit dem Falco, die ja an sich genial ist, die man nur halt nicht durchziehen kann. Mhm. Und das ist ja eines seiner wesentlichen Probleme, glaube ich, und dieser Zerrissenheit, dass er nach außen diese Figur nie aufgeben wollte. Aber andererseits, wie geht das? Du kannst es nicht durchziehen. Mhm. Jetzt bist du aber im täglichen Leben. Bist jetzt der Hansi Hölzl oder bist du der große Falco, wenn du in ein Geschäft gehst, zum Beispiel? Ja? Mhm. Das ist etwas, was sicher mitgespielt hat. Ja, absolut. Kann man sagen, hast du dir schon mal, zusammengerechnet, wie viele Gäste du in deinen Shows hast? Aber das Lustige ist, dass ich hier in Österreich, Tausende. Egal wo ich bin, irgendwie, also da kann ich drauf wetten, kommt irgendwie irgendwer auf mich zu und sagt, wissen's, können Sie sich noch erinnern, ich war damals bei Ihnen sogar. Und wenn auch nur im Publikum war, dann sagt er nicht, können Sie sich erinnern, sondern sagt er, ich war halt bei Ihnen. Aber das ist wirklich witzig. Genauso wie ich in meinem Lebensumfeld immer wieder angesprochen werde, wer nicht alle mit mir studiert hat, mit mir Parallelklasse war oder und Kindergarten sogar, weil ich den Namen Russwurm halt so jung, also das ist ja mein Mädchenname, nicht? Mhm. Und der dann in der Öffentlichkeit sich gezogen hat und das halt dann Schüler wahrscheinlich von ihren Eltern gehört und du, die war mit dir im Kindergarten, weil das wüsste ja doch sonst ein Kindergartenkind nicht. Daran erinnert man sich ja besonders gern. Ist einfach lustig, es ist wirklich witzig. Aber gut, das ist halt Teil der öffentlichen Persönlichkeit. Ne? Klar, aber also, ich meine, man muss es... Du hast kein Problem damit. Nein, überhaupt nicht, weil ich denke mir halt oft, wenn jemand mich nicht mag, quatscht er mich auch nicht an. Also die mich anreden, die mögen mich ja, also die wollen dann ein Foto oder was. Also früher waren es Autogramme, jetzt will jeder ein Foto, aber das sind ja eben die mich mögen. Und wenn jemand, der mich nicht mag, lasst mich in Ruhe. Also ich finde, ich genieße das durchaus. Ich sehe, in der Öffentlichkeit zu stehen, eigentlich keinen wesentlichen Nachteil. Man, im Gegenteil, man achtet vielleicht sogar mehr darauf, wie man sich verhält. Weißt du, ich stehe sehr auf Monty Python. Und da gibt es immer wenn die eine Überleitung zu machen haben, wo sie eigentlich nicht wissen, wie sie das machen sollen, sagen sie immer in der nasalen britischen Stimme, and now to something completely different. Und manchmal fladere ich das, so wie jetzt und jetzt, zu etwas ganz anderem. Zurück bei Ohne Malkop mit Dolle Zahl, heute aber mit Vera Russwurm vor allem. Ich freue mich so, dass du da bist. Es ist ja, wir haben uns ja auch nicht so wahnsinnig oft gesehen. Wir wissen voneinander, es kreuzen sich Wege, aber... Früher eigentlich öfter, früher als wir öfter. Beide noch im ORF-Zentrum gearbeitet haben. Und du bist draußen und ich bin draußen, also wir liefern ja zu, ergodessen. Sehen wir uns jetzt eben im Krone-TV-Studio. Genau. Ja. Du, eines wollte ich dich fragen. Was glaubst du, du hast so viele Sendungen gemacht, verschiedene Formate, tausende Sendungen. Was glaubst du, hast du mit deinen Sendungen bewirkt? Oder was über die Unterhaltung hinausgehend. Ja, das ist ja das Schöne, durch diese Plattform, die ich bekommen habe im Fernsehen, kann man natürlich auch sehr viel bewirken. Also nach wie vor, die Millionen sind vorbei, die Zeiten, wo Millionen zugeschaut haben, aber es sind immer noch Hunderttausende davor. Mhm. Und es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen,
dass man auch etwas bewirken kann. Ich habe zum Beispiel über die Sendung Vera den richtig passenden Leukämiespender für einen leukämiekranken Menschen gefunden, zum Beispiel. Dann haben wir etliche Hilfsaktionen gestartet, um Menschen einfach Geld zukommen zu lassen, die in ganz schrecklichen, schicksalshaften Situationen waren. Das führt jetzt zu weit, wenn ich das erzähle, aber es hat dazu geführt, letztlich, dass ich dann meinen Hilfsverein gegründet habe. Komm und Hilf mit Vera ist entstanden durch eine Hilfsaktion, eine sehr große, wo der Jugendrichter, der damals das Mündel übernommen hat von einer Familie, wo alle Familienmitglieder durch einen Amokläufer erschossen worden sind und das Kind im Gitterbett hinter der Tür nicht entdeckt hat, hat aufgrund des großen Spendenvolumens, weil ich immer gesagt habe, also wenn das Publikum, alles was das Publikum spendet, wird von uns verdoppelt. Und es war dann sehr, sehr viel Geld. Und er hat gesagt, das übernimmt er nicht als Privatperson. Und das hat dazu geführt, dass wir einen Verein gegründet haben. Und so entstand dieser Hilfsverein, der im Laufe dieser letzten 2,5 Jahrzehnte auch schon immer im kleinen, feinen Rahmen, aber doch sehr viel, viel tun konnte. Und so sind halt immer wieder Sachen, oder ich habe mal einem Vater geholfen, das von der Mutter entführte Kind zurückzubringen über eine Sendung. Also es entstehen einfach Dinge, weil du die Möglichkeit hast, da so viele Menschen so etwas sehen, hast du mehr Möglichkeiten, etwas zu bewirken, als wenn du im Kämmerchen für dich arbeitest. Und das finde ich schon sehr schön. Hast du nicht auch das Gefühl, dass es befriedigend ist, sozusagen sein Handwerk, sein Können oder so einzusetzen für etwas, wo man also nicht nur hilft, dass jemand Nummer 1 in der Hitparade wird oder ein Film oft angesehen wird, sondern... Ja gut, also das sondern, bewirkt nein, sowieso auch, aber nein, das, davon spreche ich nicht. Natürlich. Dass man damit, das meine ich ja, das ist ja genau der Punkt. Ja. Wenn du und ist das, ist das vielleicht das, was einen am meisten befriedigt? Dass man das nein, das würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist, dann wäre ich ja in einem Sozialberuf. Also ja. Sondern es ist schon das Fernsehen und Gespräche oder Show. Also ich meine, ich habe früher wahnsinnig gern die großen Shows präsentiert. Ja. Einfach weil da bist du auf der großen Bühne und wenn du hast Österreich und Deutschland, da hattest du halt einfach, da waren die Millionen hier noch, 2,5-3 Millionen Zuschauer war überhaupt keine Seltenheit. Und dann musst du das immer rechnen, mal 10 in Deutschland dazu und du machst die Shows vor 35 Millionen. Also das ist schon das, was das Reizvolle an dem ist. Aber es ist ein Mehrwert, wenn du einfach dazu etwas zusammenbringst, wo du Menschen entweder finanziell hilfst oder eben ihnen bessere Gefühle gibst, auf die eine oder andere Weise. Das ist einfach wunderschön. Bist du noch nervös vor der Sendung? Ich bin angespannt. Also okay. Ich bin schon angespannt, weil einfach diese Anspannung auch hilft. Also weil du eine andere Strahlkraft und eine andere Präsenz hast, als wenn du da hineinlatscht und einfach, dann ist es nicht so gut. Und ich habe immer die volle Konzentration auch auf jeden einzelnen Gast. Ich bin auf jeden einzelnen Gast auch sehr gut vorbereitet, weil ich das auch eine Form von Respekt empfinde, dass du einfach nicht so drauf losquatscht, sondern, und das ist auch der Unterschied zwischen einem Interview, wo du hast eine Liste von Fragen, die du quasi abhakst, und eben einem Gespräch. Aber dieses Gespräch inhaltsmäßig so zu führen, dass auch wirklich was Neues dabei herauskommt, hat schon auch damit zu tun, dass ich halt in meinem Hinterkopf sehr viele Daten und Fakten von den mir ja bis dato größtenteils unbekannten Menschen habe, um auf den auch wirklich zugehen zu können. Themenwechsel, du bist ja, du hast mit deinem Mann eine Produktionsfirma, Hofpower. Ja, der nächste Genuss im Rahmen der Tolle Schall-Sendung. Der nächste Genuss, genau. Du bist ja noch jemand, der Tolle Schall sagt, was Tolle. Korrekt ist. Tolle was Schall, richtig ne? ist. Du nennst selber Nein, dich nicht Tolle ich, Zahl, aber die oder? Leute haben begonnen, mich Tolle Zahl zu nennen, weil ja der Hatschek weg ist, der seinerzeit einmal aus der Tschechei mitkam. Das ist und so, wenn man jemanden aus der Schulzeit kennt. Meine Mutter hat sich mit Tolle Schall und mein Vater am Telefon gemeldet. Ja, ja toll. Und du sagst Tolle Zahl. Du kennst dann auch das Sportgeschäft, die du am Kirchhöher gossen, ne? Von meinen Eltern. Ja. Aber was ich dich fragen wollte ist, der Peter ist ja auch Chef des Metropols und da bekommst du ja auch mit, nicht nur weil du dort auch deine Sendungen drehst, sozusagen wie das läuft mit dem aktuellen Betrieb, wo am Abend sozusagen Vorstellungen sind. Wie ist denn da dein, was siehst du da und was bewegt dich da? Wie meinst du jetzt die Frage, was siehst du da und was bewegst du da? Nein, aber da? Sozusagen, wenn man zuschaut, wie die Live-Performances in bestimmten Theatern durch Krankheiten, durch Corona etc. Es ist schwierig geworden. Genau. Also das ist absolut schwierig geworden. Also die Musical-Bühne, das ist ja ein Musiktheater, das Metropol in Wien ist ein Musiktheater im 17. Bezirk, hat natürlich durch Corona insofern schwere Einbußen erlitten, nicht nur
durch die absolute Sperre, wo plötzlich ein super, das Musical, das übrigens jetzt wieder auf der Bühne ist, eben Rock My Soul, wirklich sensationell gelaufen, von Mitte Februar 20 bis zum 11. März. Dann war es zack, aus, Ende, was sehr, sehr bitter ist. Die Musical schreibt ja mein Mann selber, macht größtenteils auch selbst die Musik dazu und es lief sensationell aus. Nächste Premiere im November vorigen Jahres, also November 21, lief kurze Zeit aus, wiederum Lockdown. Und das ist schon sehr bitter. Jetzt war die dritte Premiere, wenn man wieder angeht, dann kommt wiederum, müssen Abendvorstellungen abgesagt werden, weil einer auf der Bühne positiv getestet hat. Da muss die Vorstellung abgesagt werden, weil die Gefahr zu groß ist, dass er dann natürlich seine Mitspieler ansteckt, weil Spielen ja auch sehr, sehr viel mit Körpernähe zu tun hat. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft geworden. Es ist immer ein schwieriges Geschäft. Das Theater ist ja so groß wie das Akademietheater, also ein 500-Platz-Theater. Das ist ja nicht so ganz einfach, Abend für Abend 500 Leute zu faszinieren. Mein Mann schafft das, aber durch Corona ist es sehr, sehr schwierig geworden. Wie siehst du da die Zukunft der Musiktheaters sozusagen? Naja, das hängt schon ein bisschen, die Zukunft der Theater überhaupt hängt ein bisschen mit der Entwicklung der Pandemie zusammen. Ja. Jetzt im Winter wird es wieder besonders schwierig werden, weil wir merken ja, die Zahlen steigen wieder. Als Medizinerin, was war deine Haltung, deine Einschätzung von Corona, Covid-19, wie es begonnen hat? Und was hast du für Schutz oder wie vorsichtig warst du? Naja, wir waren schon sehr, sehr vorsichtig, weil ich einen sehr intensiven Kontakt habe zu meinem Vater, der ist jetzt 96. Also ergo dessen, das war ja die vulnerabelste Gruppe überhaupt. Also wir sind wirklich sehr strikt mit Masken herumgegangen aus Selbstschutz. Und immer wenn es einen Corona-Fall in der Umgebung gibt, dann gehe ich täglich testen. Also ich bin schon da sehr umsichtig und vorsichtig. Und bin bisher dreimal geimpft. Also die vierte Impfung habe ich noch nicht. Ja. Naja, ich bin in Flugzeugen sogar, habe ich mir sogar so einen Helm gekauft wie im Spital und die Maske davor, weil ich mir gedacht habe, am Flughafen, wenn man wartet, ist ein Sitz frei dazwischen und dann steigst du in den Flug ein, egal welche, und bist in einer Dose für 2-3 Stunden. Also, naja, und nicht einmal mehr, jetzt ist ja nirgends mehr vorgeschrieben. Ja, ich nehme die Maske. Und absolut gescheit, ja, genau. Ja. Und die Busse, die dich hinführen, da stehst du so da. Genau. Also ja, ich habe mir was zurechtgelegt damals, ja, am Anfang, ja, und ich mache das, egal ob es, ja, jetzt in welchem Land ich bin, was ist da von der Vorschrift ja nichts, das kann dir ja niemand verbieten, die Maske zu tragen, genau, und das, genau, ist auch, finde ich, sehr gescheit. Weißt du, was auch, ja, inzwischen ein Vorteil ist, wenn man Maske trägt, glauben die anderen Leute, man ist krank und halten Abstand. Ja. Ja, im Lift und stimmt, so weiter. Weißt, das ist eine gute Idee. Das ist auch ein Vorteil, weil Abstand ist ja auch nicht. Du, von den vielen, vielen Sendungen, die du gemacht hast, gibt es da eine besondere? Gibt es da eine Lieblingssendung? Das ist eine gute Frage. Ich werde oft gefragt, was sind deine liebsten Gäste? Das sage ich überhaupt nie irgendwas, weil, ja, das kann ich so nicht beurteilen und will ich auch nicht beurteilen. Aber es gibt eine Sendung, die fand ich inhaltlich so ganz besonders toll. Und zwar war das die Millennium-Sendung, also vom zweiten ins dritte Jahrtausend gehend. Weil da hatte ich zum Beispiel zu Gast noch den Sohn des letzten Kaisers, der ja damals noch gelebt hat, den Otto von Habsburg. Gleichzeitig hatte ich jemanden zu Gast, der das gemacht hat, was damals so populär war, ein Webcam-Girl, ganz was Neues. Mhm. Ich hatte beispielsweise Christian Barnard zu Gast. Ich hatte Buzz Aldrin. Christian Barnard, der die erste Herzoperation durchgeführt gemacht, hat. Oder, ja, Buzz Aldrin, der zweite Mann am Mond, den hatte ich zu Gast. Und ich hatte zwei Herrschaften zu Gast, die beide über 100 waren und die drei Jahrhunderte miterlebt haben. Also die geboren waren im 19. Jahrhundert, das ist richtig gesagt, gelebt, hauptsächlich im 20. Jahrhundert durchgelebt und eben Wahnsinn, fit und resolut, ein Herr und eine Dame, nicht verheiratet, aber wir haben uns eben, welches, weiß ich, 103 und 105 oder sowas, also wirklich alt, aber noch gut benannt und also durchaus sehr bewusst auch dieses neue Jahrtausend noch miterleben konnten. Also ich fand das einfach, dieses Zusammenprallen von heute, gestern und morgen, das fand ich schon wirklich faszinierend. Also da haben wir redaktionell, glaube ich, was Gutes abgeliefert, ja. Nein, absolut. Also auf diese Sendung bin ich wirklich stolz, weil das an dieser Jahrtausendwende, es ist auch wirklich, wir sind eingetreten mit dem Internet, also wir haben noch andere Internetthemen natürlich damals auch gehabt und so, kam die Wende und der, also ich meine, natürlich war die Eroberung des Mondes im 20. Jahrhundert oder der erste Herz-OP, also Transplantation, Riesenentwicklungen auch im 20. Jahrhundert und darauf haben wir halt Bezug genommen, ja. Was sind deine
Machst du Pläne für die Zukunft? Nein. Also oder großartige Pläne. Ich lasse alles auf mich zukommen. Weil die großartigen Pläne kannst du nicht. Ne, du weißt ja nicht, was das morgen bringt, was wirst du machen. Du kannst, wenn du dir eine Ausbildung, wenn du eine neue Ausbildung machst oder so, dann ist dein Plan, diese Ausbildung fertig zu machen. Das ist absehbar. Aber derzeit mache ich keine neue Ausbildung. Also ich habe eigentlich keine langfristigen Pläne. Aber hast du nicht auch schon nachgedacht, so wie meine Wenigkeit, ob man noch einmal was studieren soll, was einen wirklich interessiert? Habe ich nie nachgedacht. Na? Weil ich liebe meine Arbeit und ich möchte jetzt nicht wieder anfangen zu lernen. Ich habe so viel gelernt in meinem Leben, das hat mir eigentlich fürs Lernen reicht es mir eigentlich. Nämlich ein freies Studium, was habe ich heute gehört? Genau. Der Franz Posch hat mir erzählt, was mein Liebster weiß, mit dem ich heute telefoniert, und der hat mir erzählt, dass er bis er 65 war, hat er unterrichtet am Konservatorium in Innsbruck und kaum war er draußen, hat er im selben Jahr inskribiert und ist frei, aber völlig freier Hörer für Kompositionslehre. Mhm. Also ja, aber er macht keine Prüfungen, er pickt sich das raus, was er machen möchte und macht seine Aufgaben und lernt dabei, aber er darf also völlig, das ist schon interessant, aber so ein Studium, dass du richtig durchläufst mit deinem Zeitplan und lernst und also diesen Druck, nein, dem möchte ich mich nicht mehr aussetzen. Naja, es kommt drauf an, es würde mich zum Beispiel interessieren, kann man sich noch einmal so konzentrieren, dass man so lernen kann? Weil man durch die Routine des Lebens und des Berufes, zumindest bei meiner Wenigkeit, hat man natürlich gewisse Dinge so im Griff und man weiß das und das. Aber wenn man mit einem Thema, das einen interessiert, sich noch einmal von Grund auf auseinandersetzen muss, ist das vielleicht ein ganz gutes Training fürs Hirn, habe ich mal gedacht. Du bleibst schon vor, so deshalb. Exakt, weil die drei Dinge, die vor Alzheimer schützen, absolut. Schützen, die Frau Ärztin weiß das sicher. Du kannst dich mit Kreuzworträtseln auch beschäftigen oder noch sehr, sehr gut ist, das mache ich zum Beispiel. Ich lerne eine neue Sprache. Ich lerne Spanisch, also mit Vokabellernen und solchen Sachen. Also einfach im Kopf ist auch eine gute Prophylaxe. Das ist was Ähnliches. Demenzprophylaxe. Tanzen lernen ist gut. Ja, der Tanz ist auch gut. Weil man sehr viele Dinge gleichzeitig bewältigen muss, von Gehirnhälften und so weiter. Ich bin jetzt Laie, du bist Medizinerin, du lachst mich jetzt aus. Und dann auch noch Tischtennis spielen. Tischtennis spielen? Ja. Das schau. Habe ich mir gedacht, okay, Tischtennis spielen, das kann ich. Ich war nie in einer Tanzflicke, bis heute nicht ein Walzer tanzen. Das ist eine Schande für einen Wiener. Naja, ja. Gibt Schlimmeres, oder? Jetzt kommst du nochmal zu deinem Genussmoment, den möchte ich dir natürlich nicht nehmen. Das ist ja, auf das hast du die ganze Zeit gewartet. Spaß. Herrlich. Gibt es am Schluss, letzte Frage, noch etwas, was du gerne den Zusehern mitteilen willst und mit auf den Weg geben willst? Nein, also ich meine, das, was ich meinen eigenen Kindern auch immer sage, sucht immer das Schöne im Alltag. Es gibt auch in jedem Alltag irgendetwas Nettes. Und sei es, so banal das nämlich klingt, dass einem irgendjemand auf der Straße anlächelt, man kann auch der Erste sein oder die Erste, die einfach lächelt. Das Lächeln der anderen kommt unter Garantie zurück. Das kann ich wirklich garantieren. Das ist einfach so. Tausendfach ausprobiert. Das Gute kommt zurück, genauso wie das Schlechte. Na, das ist das Nächste, das ist sowieso ein Naturgesetz. Was du Gutes ausstrahlst, kriegst du, also was irgendwann du Gutes einmal gibst, kommt zurück und auch alles Böse kommt zurück. Ja. Sei dir dessen sicher, Rudi. Ich bin mir sehr sicher, weil es lieb, dass du mir es noch einmal bestätigst. Ich sage vielen, vielen Dank für ein sehr entspanntes und für mich sehr interessantes Gespräch. Danke fürs Kommen. Ich danke für die Einladung. Ich habe am Schluss immer einen Spruch, der nicht nur ein Spruch sein soll. Ich unterschreibe seit 30 Jahren alle meine Schriftstücke mit Love and Respect, weil ich finde, wenn man Liebe, und zwar jetzt nicht nur Nächstenliebe oder die Liebe zu einer Person oder prinzipiell die Menschen lieb hat, und auf der anderen Seite jedem Respekt gegenüberbringt, ist man schon am Weg, ein ganz guter oder okay Mensch zu sein. Und so sage ich am Schluss immer, was ist das Wichtigste im Leben? Love and Respect.